Es ist soweit. Ja, gleich wird er kommen. Du, Olaf? Ja, Roman? Nix. Warum rufst du denn, wenn nix ist? Mann, ich meine, weit und breit ist nix zu sehen. Du musst nur ganz fest daran glauben. Heute ist Weihnachten. Heute ist Weihnachten. Heute ist Weihnachten. Ich hab's ja gleich gewusst. Es funktioniert nicht. Wir haben doch alle Kalendertüren geöffnet. Ja, schon. Aber wenn beim Kalender... Kein Aber. Alle Türen sind offen. Und wenn beim Weihnachtskalender alle Türen offen sind, bedeutet das... Dass der Weihnachtsmann kommt. Na, siehste. Nee, ich sehe ihn nicht. Mann, er wird schon kommen. Was hab ich gesagt? Lieber der Weihnachtsmann, so ein bisschen dein Bruder nicht offenartig sein. Weihnachtsmann, komm nur herein, wir sind ja alle brav und fein. Nein, gönn dir lieber keine Pause und geh ganz schnell nach Hause. Quatsch, Weihnachtsmann, komm herein. Vom Flur hinaus komm ich her. Ich kann euch sagen, es weihnachtet sehr. Der Hausmeister. Entschuldigung, dass ihr darum gehämmert habt, aber mir ist mein Weihnachtskalender nun mal gefallen. Ja? Problem erkannt. Und sofort, da haben wir ein paar Kräfte schlicht. Problem behoben. Juck, ich muss wieder, lasst mich nicht weiter stören hier. Schade. Ich dachte, es kommt der Weihnachtsmann. Gott sei Dank. Ich dachte, jetzt kommt der Weihnachtsmann. Was ist mit dir los, Roma? Seit wann hast du Angst vor dem Weihnachtsmann, hä? Naja, ich war heute nicht ganz so artig. Um ehrlich zu sein, gerade heute habe ich jemandem einen Streich gespielt. Na, so schlimm wird es schon nicht sein. Erzähl mal, was hast du denn gemacht? Naja, zuerst habe ich ihm die Hosentaschen zugenäht. Dann noch Mehl in seine Mütze gestreut. Mehl in die Mütze. Mann, Roman, das hätte ich dir ja gar nicht zugetraut. Und glaube mir, solche Späße nimmt einem der Weihnachtsmann nicht übel. Der würde sich selber darüber amüsieren. Roman, ich finde das echt cool, was du da gemacht hast. Wirklich? Wenn ich mir vorstelle, derjenige nimmt seine Mütze, setzt sie auf und schwupps, ist er ganz heiß. Na prima. Ich habe jetzt keine Angst mehr. Von mir aus kann er jetzt kommen. Wer? Na, der Weihnachtsmann. Roman, ich glaube, der kommt heute nicht. War aber doch keine so gute Idee, alle Kalendertüren zu öffnen und zu hoffen, dass der Weihnachtsmann dann heute schon kommt. Ne? Ja. Dabei wäre es wirklich toll gewesen, heute schon Geschenke. Oh ja, das wäre wirklich toll. Obwohl, die Vorfreude auf das Weihnachtsfest ist auch immer etwas ganz Besonderes.